Hallo, liebe Freunde meines Kanals. Wie schließt man denn dieses niedliche Modul an? Ja. 5 Anschlussleitungen. Das Gerätchen zeigt die Volt an und das zeigt die Ampere an. Hochinteressant, diese niedlich kleine Bauform beim Ali in China für 2 Euro oder hier bei Amazon für 4 oder 5 Euro. Und man hat einen Messbereich von 0 bis 30 Volt, wenn ich mich erinnere. Ich schreibe es euch mal hier oben rein. Jo, was kann man damit machen? Das kann man zur Überwachung wunderbar einsetzen. Ich habe es noch nicht in den 3D-Drucker eingebaut. Wäre auch mal interessant zu sehen, wann das Heizbett angeht, wie viel Ampere dann fließen, wenn es wieder ausschaltet. Das würde man sofort hier auf dem Display sehen oder wenn die Nozzle-Heizung angeht. Ist eins meiner nächsten Projekte, weil hier für 2 Euro kann man das mal einbauen. Die Zeit als Bastler, da hat man mal wieder ein Projekt und hat was Gescheites zu tun. Ich zeige euch mal kurz, was man damit noch machen kann. Und im Anschluss zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Aber Sinn von dem Video, deswegen heißt es auch so, wie schließe ich hier diese 5 Drähte an. Und Anwendung für dieses tolle Ding zum Beispiel habe ich mir dieses affengeile Labor, ja, Labor für Bastler Netzgerät gebaut. Hier mit dem Griff zum Wegschmeißen gleich dran. Ja. Der zeigt mir hier unten an 3 Volt, 5 Volt, 12 Volt. Und hier oben ist das Modul eingebaut, was 0 bis 30 Volt regelbar ist. Schalter, USB, um hier die 5 Volt dahin zu kriegen. Das, wie gesagt, im Anschluss. Und da war für mich eben die Herausforderung, wie schließe ich die Dinger an. Ja? Und gebaut habe ich das Gerät mit einem alten, gebrauchten Computernetzteil, was ja hier wunderbar alles schon mit sich bringt. Das nur in der zweiten Hälfte. Das kommt in der zweiten Hälfte von dem Video. Wir haben hier das Modul. Da steckt man hier den dicken Stecker da drauf. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Hakt ein. Und hier der kleine Stecker. Der wird auch einfach drauf gesteckt. Das kriegt jeder hin. Jetzt haben wir hier 2 Leitungen zur Spannungsversorgung. Das Ding muss erst einmal eine Spannung kriegen zwischen 0 und ich glaube 30 Volt. So, die stellen wir mal her. Also ich habe mir hier mein Computernetzteil, was hier die 12 Volt liefert und hier Ground oder Minus, also Minus und Plus. Ja, ihr habt hier dann noch aus den Computernetzteilen hier 3,3 Volt und die roten sind 5 Volt. Kann man alle abschneiden, die man nicht mehr braucht. So, wir haben also hier unsere Plus 12 Volt und hier das Minus. Also Minus haben wir schon immer. Na, ich klemme den mal so dran. Wir haben den Minus und gehen mit unserem Minus hier zur Spannungsversorgung an den dünnen schwarzen Minus. Dann brauchen wir noch Plus, die Krokodilklemme. So, aufpassen, dass sie sich nicht berühren. Ja. Der Plus kommt natürlich hier dran. Und wenn wir jetzt unser Netzteil einschalten, sehen wir schon, das Ding arbeitet. Aber er weiß noch nicht, wie viel Volt und wie viel Ampere. Wie viel Volt kann er rauskriegen, indem wir hier den gelben nehmen und den gelben Spannungsdetektor. Ja, wo muss er denn hin? Der muss logischerweise hier mit an die, wenn wir 12 Volt messen wollen, an die 12 Volt dran. Ja? Und siehe da, jetzt haben wir 11,9, also unsere 12 Volt. Jetzt wollen wir aber noch den Strom messen. Ich habe hier einen Verbraucher, habe extra da was dran geklebt, damit wir auch sehen, ob es sich dreht. Und
die Strommessung. Hab mal gelernt, die rechte Handregel, jeder vom Strom durchflossene Leiter in die Richtung des Stromes, ja, ist von magnetischen Feldlinien umgeben. Ich glaube, die nutzen das magnetisch, meine ich, hätte ich gelesen. Also ist da drin wahrscheinlich eine Spule. Und je mehr Strom durch die Spule fließt, umso mehr magnetische Feldlinien. Und diese magnetischen Feldlinien werten sie aus und zeigen sie unten als Ampere oder als Milliampere an. Es könnte auch noch ein sogenannter Shunt drin sein, also ein Widerstand, an dem eine Spannung abfällt, also ein stromdurchflossener Widerstand. Wenn man da hinten und vorne, kann man den sogenannten Spannungsabfall messen und den Spannungs- oder die Spannung, die da anfällt, das ist eigentlich kein Abfall, die könnte man auch zur Anzeige bringen. Aber ich meine, die machen das hier elektromagnetisch. Ist uns auch egal, wir wollen hier unten nur unsere Ampere gezeigt bekommen, wenn unser Ventilator läuft. Müssen wir hier durch das Gerätchen durchgehen. Wir gehen mit dem roten natürlich hier auch erstmal an den roten. So, wir gehen jetzt vom Verbraucher. Machen wir hier uns mal das mit dem grünen und gehen mit dem grünen hier auch noch an unser Plus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den, jetzt gehen wir mit dem hier raus und gehen ganz frech, wie wir sehen, hier auf den roten. Und was ist hiermit? Um jetzt den Strom zu messen, der hier durchläuft, ja, um den Strom zu messen, gehen wir her und fragt mich jetzt nicht, ich habe es ausprobiert, ich musste hier die Polarität wechseln, ansonsten wäre mein Ventilator nicht gelaufen. Jetzt gehen wir hier an den schwarzen und holen uns hier und gehen hier mit dem roten auf die Messleitung und gehen mit dem grünen gehen wir hier drauf, dann läuft er schon und zeigt uns 0,4 Volt an, nur der ist überhaupt noch nicht angeschlossen und den habe ich auch mit einem grünen. Der Grüne ist hier dran und hatte den Grünen. Und hat den Grünen eigentlich hier noch mit dran. Aber ich stelle eben gerade fest, der wird eigentlich gar nicht gebraucht. 0,36. Das ist dem Messwert egal. Auch wieder was gelernt. Ja. Das ist dann wahrscheinlich intern schon. Ja. Das wird relevant sein, wenn man eine andere Spannungsversorgung nutzt, um hier die 12 Volt vielleicht in Ampere auszuwerten. Aber die Spannungsversorgung fürs Gerätchen woanders herholt, mit einer Batterie oder die 5 Volt vielleicht als Spannungsversorgung nimmt. Also so funktioniert es, ja. Der zieht jetzt 0,3 Ampere, ja, ist da, und wenn man den bremst, natürlich ein bisschen mehr. Jo, also das soweit, wie ich mir das auch erarbeitet habe, wie man das Ding anschließt. Und jetzt im zweiten Teil zeige ich euch noch, wie ich das umgesetzt habe für mein großes Netzgerät. Hier habe ich das entdeckt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, der Griff, 6 Bauteile, das Gehäuse, 7, die Platte, 8, 9 Bauteile.
Und das Fenster, da passt genau mein Gerätchen rein, was ich euch auch gleich hier mal einblende aus China, das fertige regelbare Modul. Dann stimmt es ja nicht mit diesen 1 bis 12 Volt. Also habe ich gesagt, dann will ich ja 0 bis 30 Volt regelbar haben. Und hier wollte ich halt meine USB-Steckdose hier unten und hier oben meinen Ein- und Ausschalter dran haben, damit ich nicht immer erst nach hinten greifen muss. Und hier unten hat er vorgesehen, einfach die Leitung auf Bananenbuchsen zu tun. Also hier die rote für die 5 Volt, die gelbe für die 12 Volt und die orange für die 3,3 Volt. Ich wollte da aber hier meine Messgerätchen eingebaut haben, damit ich auch sehe, wie viel und ob Strom fließt. Also das zur Gesamtansicht und wo ich die Teile her habe. Und die könnt ihr euch dann hier, können wir uns angucken. Hier gibt es einmal die Version mit den Schlitzen und die zweite mit den Sechsecken. Gefällt mir besser, weil da bricht eben auch nichts. Ne? Okay, ist Geschmackssache. Was ich festgestellt habe, was ich ändern musste, fällt mir gerade ein, ist hier bei der unteren Platte, um die Platte einzubauen, weil ihr dann hier meine Messgerätchen drinnen sitzen, dann ragen ja die, na, wann kommt's denn? Dann ragen die ja, ach hier, das ist ja um 90 Grad gedreht, das ist ja die obere Schräge, ja, und hier unten kommen die Messgerätchen rein und da war hier das im Weg, ja. Jo, die Dateien hier, da kannst du dir die Files hier, die STLs runterladen. Klasse hätte ich es gefunden, wenn er schon die Fusion 360 F3M oder wie die Datei heißt. Nee, ist nicht da. Also habe ich ganz mühsam mir hier die einzelnen Dateien genommen. Sage ich euch kurz. So, und hier haben wir sie jetzt im Download. Und jetzt holen wir uns den Rail mal hier auf meinen zweiten Bildschirm. Ja, machen wir das halt mal mit ersetzen, da ist schon einer. Und jetzt gehen wir hier in Fusion 360. Hier ist Fusion 360 geöffnet und dann sagen wir mal einfügen. Ein wollen ein Netz einfügen auf meinen Computer. Und das heißt hier, jetzt bin ich auf meinem Schreibtisch, auf meinem Desktop und gehen wir mal bei LMNOPQR. Hier ist der Rail und den öffnen wir. Und hier ist jetzt unsere STL-Datei. Sagen wir einfach okay und gehen her. Ja, so mache ich das und sage, gehe auf Netz und sage erstmal Flächengruppen generieren. Markiere mir die alle und sage, okay, mach Flächengruppen draus. Und jetzt nochmal markieren und sagen, ändern, Netz konvertieren. Ja, und er konvertiert mir jetzt das Netz. Das ist relativ einfach, weil es wenige Flächen hat. Na, dann gehe ich hier auf das Dreieck, markiere das und drücke die Entfernen-Taste und dann macht er tatsächlich hier auch das Quadrat draus. Und so macht man sich den ganzen Krempel hier ein bisschen sauber. Und jetzt drehe ich ihn mal auf die Rückseite. Und das sind überall hier. Da hat es gleich bei allen gemacht. So. Hier drin, hier sollen M3-Muttern eingesetzt werden. Das hat mir nicht so besonders gefallen, aber ich habe es dann hingekriegt. Das habe ich eigentlich so gelassen. Aber wenn ich jetzt da mehrere hätte bauen wollen. Oder euch sage ich ja jetzt schon, man muss das Ding ja drucken. Übrigens habe ich das so aufs Druckbett gelegt, ja, also mit der Fläche aufs Druckbett, weil das ist die Außenkante, die sieht dann schön aus, das wird auch hinreichend gut und hier. Dadurch brauchte ich hier Supports und habe gedacht, ich brauche hier nicht so viel Supports. Nee, Leute, so habe ich es gedruckt. So habe ich es gedruckt. Na, das als letzte Schicht.
Und dann hat er hier unten natürlich die Supports reingemacht, die aufgrund der Schmäler hier, das sind 2,5 mm oder so, dicker ist ja die M3-Mutter nicht, die kriegst du kaum raus. Und dann hängt es hier noch in der Bohrung drin, wo ja dann die M3-Schraube durchgehen soll, ja. Aber ich habe euch im Großen und Ganzen gezeigt, wie ihr hier in Fusion 360 euch solche Dinger, und hier kann man natürlich jetzt ändern. Hier könnten wir hergehen, wenn wir uns die Fläche auch noch sauber machen, also markieren, entfernen drücken und hier drin auch und die Fläche machen wir uns auch sauber. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, gehen wir in den Volumenkörper und sagen, ändern, Fläche versetzen und sagen hier, mach mir das einfach ein bisschen größer, ja. Und hier auch, erstmal Return drücken, ja. So, und hier ändern, Fläche versetzen. Und schieben die auch ein bisschen da hinten rein. Dann auch okay. Ja. Jetzt wäre da ein bisschen mehr Platz, aber umso mehr Supports. Aber so könnte man jetzt ändern. Habe ich mich nicht mit beschäftigt und deswegen beenden wir das auch hier. Und sagen nicht speichern. So, hier ist nun der Zusammenbau meiner Teile, die ich mir geholt habe, ne? Also diese Rails, diese Schiene, die braucht man eben viermal, beziehungsweise die obere ist noch für den Griff, die oberen eben zweimal und die unteren zweimal. Dann brauche ich den Rahmen hier hinten, den habe ich nahezu unverändert übernommen, das auch nahezu unverändert übernommen. Bis auf, dass ich gesagt habe, ich habe den Griff nämlich komplett neu gemacht und habe nämlich hier direkt ein M3 reingemacht, weil ich hier eine M3-Schraube reindrehe, die dann hier drin auch festgeschraubt wird und die ragt dann hier hinten raus oder hier raus und steckt dann einfach hier drin. Und wenn ich den Griff abmachen will, dann schraube ich die Schrauben zurück. Dann muss ich hier nicht Muttern einbauen, wie es eigentlich vorgesehen war, ja. Ja, hier. Das brauche ich an der Stelle nicht, ja. Hab da einfach nur die Bohrung gebraucht, ja. So. Und jetzt kann man hierher gehen und kann sich hier mal und kann sich hier mal den ganzen Kram, den man nicht braucht, ausblenden. Und das Vorderteil lassen wir uns mal, Rahmen vorn, Rahmen hinten. Ja, weil hier um den ganzen Krempel geht es ja letztendlich hauptsächlich. Jetzt nehmen wir mal die Frontplatte unten noch raus. Und bei der Frontplatte unten war hier das im Weg. Ja, das habe ich hier schon rausgeschnitten. Ihr seht das hier schon. Ja. Das habe ich rausgeschnitten, ansonsten hätte ich die Frontplatte nicht richtig zugekriegt, weil dann hier das mittlere Modul im Weg war. Ja. Hier ist die Frontplatte oben, die nehmen wir raus. Und was da insgesamt ein bisschen tricky ist, sind hier die Ausnehmung, ihr seht, überall sind noch die Dreiecke, ja. Ich habe die Flächen hier nur bereinigt. Das ist ein bisschen tricky, hier die Muttern reinzubekommen, damit man von vorne reinschrauben kann. Denn wenn du dann von vorne die Schraube reinsteckst, dann fällt dir hinten die Mutter wieder in der Gegend rum. Also ich habe mir die hier reingesetzt und habe sie mit Sekundenkleber eingeklebt. Und da muss natürlich schnell die Schraube rausdrehen. Wenn du das mit einer, also ich habe die Schraube durchgedreht, habe die Mutter hinten drauf gesetzt, habe es zurückgezogen, damit die auch in Position sitzt und dann einen Tropfen Sekundenkleber reinlaufen lassen. Und dann musst du aber ruckzuck die Schraube ganz schnell rausdrehen, damit nicht das Gewinde, falls ein Tropfen Sekundenkleber in den Gewindegang gelaufen ist, Schraube und Mutter verklebt. Ja, ist mir insofern
ganz gut gelungen. Hier werden die Muttern eingesetzt und überall musste halt die Supports dann rauspopeln. Und das war hier ein bisschen, ich sage es mal, von der Konstruktion fand ich das nicht so berauschend. Hab jetzt mir die Teile gedruckt und hab dann eben gesagt, Mensch, ich druck doch nicht nochmal, nur weil mir die Konstruktion nicht gefällt. Es wäre eigentlich hier auch ein Fall, um hier solche Gewindeteile mit dem Lötkolben da einzupressen, ja. So, was gibt es hier noch dazu zu sagen? Also ihr seht schon, wenn ich euch das alles gezeigt hätte, wie ich das hier konstruiert und umgebaut hätte, das würde viel zu weit führen. Also ihr verschraubt praktisch den Rahmen hier, wo hier die Muttern drin sind. Ihr verschraubt den Rahmen, wo ist der Rahmen? Rahmen vorn. Hier Schraube durch und schraubt den Rahmen hier mit drauf, ja. Und hier schraubt er, nee, hier durch die Bohrung wird der Rahmen dran geschraubt und durch die Bohrung werden die Schienen hier dran geschraubt, ne? So, an sich hat mir das Ding halt richtig gut gefallen und so, ihr habt ja eben das gesehen, wie es fertig war, ja. Und dann blenden wir hier nochmal die Frontplatte unten ein und die Frontplatte oben. Hat es mal Englisch gehabt, das kann ich noch ändern. Und so, hier die Frontplatte oben mit dem Inlay, wo ist das Inlay hier? Ja, muss natürlich die Durchgangsbohrung für die Bananensteckerbuchse, ja, muss ja auch da durchgehen. Einschalter, USB. Bietet sich an, dass man hier auch mal seinen Krempel da laden kann, ja, wenn man es schon auf dem Schreibtisch stehen hat. Wenn man noch Lust hat, könnte man das noch ändern, hier an der Seite noch so ein paar USB-Steckdosen da einzubauen. Fällt mir gerade ein, hier bei der, machen wir die mal aus, bei der Frontplatte. Unten, nee, wir müssen den Rahmen ausschalten und die Frontplatte oben und das Vorderteil hier. Wenn man hier, das ist ja innen, ja. Wenn man hier die die Volt-Ampere-Messgeräte einsetzt, könnte es sein, dass ich hier hätte noch mal was ändern müssen. Ich bin dann hergegangen, weil man schwächt ja unheimlich dann auch hier den Rahmen. Ich habe dann lieber an dem Modul mit dem Dremel oben so ein paar Klammern weggeschnitten und habe die dann auch, damit sie ja nicht entgegenkommen zeigen, die noch hier mit dem Knubbel Heißkleber von innen festgemacht. Ich blende jetzt im Schnelldurchlauf alles nochmal ein.